Herzlich willkommen zum Abstandshalten. Nein, herzlich willkommen zum Filmdialog. Und heute haben wir mal was Spezielles. Wir haben auch einen Aufruf dazu bekommen, mal eine Review dazu zu machen, nämlich den wunderbaren und schönen Film Nackt und Zerfleischt. Kannibal Holocaust. Von Ruggeri oder Ruggero, habe ich jetzt eben nicht nachgeguckt, Deodato. Ist ein Film von 1980 und einer der Vorreiter des Found-Footage-Genres. Kurz zur Story. Ein Kamerateam geht nach Kolumbien, um da halt Kannibalen zu filmen. Die misshandeln die Eingeborenen, verbrennen die Eingeborenen, misshandeln auch ein paar Tiere dabei und werden am Ende halt von den anderen Leuten umgebracht. In einer ziemlich extremen und grafischen und sehr realistischen Darstellung, was den Film zu einem der schlimmsten Filme aller Zeiten gemacht hat. Aber mit einem sehr schönen Soundtrack. Mit einem sehr schönen Soundtrack. Und der Film gilt als Satire über die Sensationslust der Medien, wird aber dabei genau zu dem, was er kritisiert am Ende. Und das finde ich eigentlich sehr interessant bei Cannibal Holocaust und auch für mich so das, was den Film eigentlich interessant macht am Ende. Ich würde ihm keinen empfehlen, niemand sollte sich diesen Film angucken, wenn er nicht möchte. Das ist eigentlich wirklich was für die Hartgesonnenen am Ende. Und sowas könnt ihr euch auch auf Wikipedia am besten durchlesen, was da alles noch passiert ist, weil Sam Peckinpah wäre ganz schön stolz auf Deodato gewesen. Das macht nicht so viel Spaß da. Aber wir haben noch eine andere Frage, wenn man sich gerade speziell solche Sachen wie, sagen wir mal, A Serbian Film oder 120 Tage von Sodom anschaut oder Cannibal Holocaust. Oder wenn man das anschauen möchte, was erwartet man davon? Wie denkt man darüber nach? Jetzt fragt ihr euch, warum hat denn der eine Junge so lange den Mund gehalten? Das liegt daran, weil ich alle eben aufgezählten Filme noch nicht gesehen habe, beziehungsweise im Moment auch nicht so gut rankomme. 120 Tage von Sodom würde mich zwar interessieren, aber ich würde noch Caligula übrigens in die Liste packen. Ja, und auch da für diese, die Legacy, was genau daraus entstanden ist, würde ich natürlich auch dazu packen. Einfach dieser Schock. Schock, genau. Schock, Ekel, sexuelle Gewalt, all das, was ich eigentlich persönlich im Film nicht so gern mag eigentlich. Jetzt ist aber die Sache, warum will man sich sowas denn, oder sollte man sich sowas angucken? Es kommt, sollte, es ist interessant. Es ist ja zumindest frei verfügbar in dem Sinne, oder alles aus Österreich importieren, da gibt es ja eh keine FSK. Richtig. Ich weiß nicht, ob es diese, wie Cannibal Holocaust das macht, diese Sensationslust. Man möchte was sehen, was ganz schlimm ist, und dann kann man seinen Freunden erzählen, oh, ich habe sowas, oh, ja, aber Schlimmes gesehen. Diese Sensationslust müsste ja beim allerersten Mal befriedigt sein. Eigentlich schon, wenn du so dir erstmal irgendwie sowas angeschaut hast, dann ist eigentlich normalerweise die Reaktion, gefällt mir richtig nicht, so was anderes. Aber dann ist ja die Frage, es gibt ja Gore-Videos online. Ach. Da gibt es echte Videos, wo einer erschossen wird. So. Also auch die Snuff, also echte Snuff-Filme. Genau so ein Kram, genau. Warum guckt man da nicht sowas? Ich würde sowas nicht gucken, ich könnte das nicht. Ich will das auch nicht. Ich würde davon nicht schlafen können. Ich würde davon wahrscheinlich kotzen müssen, weil es sowas, auch Sachen wie Vomit-Gore. So die richtig, das sind, liest euch, haben wir schon mal erwähnt. August Underground. Einfach, oder sowas. Ich finde es interessant, vielleicht was darüber zu lesen, aber sowas würde ich mir nicht angucken, weil ich finde das, nee, irgendwann überschreitet man damit auch eine Grenze, gerade bei Snufffilmen ist es nämlich auch illegal, sowas zu machen oder zu gucken. Dann würde ich sagen, das ist problematisch. Problematisch ist ein Wort, was heutzutage viel rumgeworfen wird, aber etwas Problematisches ist ja auch eine, es gibt ja Leute, die sagen, man sollte, dass man sollte Hauptrollen nicht nur mit Cis-Männern besetzen. So was. Dann ist auch schon was problematisch. Und da sagen viele Leute dann immer konsequent, ja, nichts ist problematisch, man sollte sich alles mal angucken. Da sage ich so, aber sollte man nicht bei Filmen immer auf die Qualität achten? Grundsätzlich ja, sollte man auch drauf achten. Und das sind Sachen wie Serbian-Film, der qualitativ gar nicht mal so schlecht ist. Es ist ja nicht schlecht gefilmt oder sowas, aber das hat einfach keinen Inhalt. So, man kann, das ist einfach nur, der Schockfaktor ist das, worüber man redet, und alles andere ist bei dem Film egal. Der hat keine wichtigen Themen, der ist einfach nur eklig und man will einfach jegliche Perversion, die es angeblich in Serbien geben soll, darstellen. Das finde ich problematisch. Das ist ja halt auch eine sehr beschränkte Welt. So, und das ist aber genau die Sache. Man macht das ja wirklich nur wegen der Aufregung. Ich habe das zum Beispiel, man sieht das oft in Horrorfilmforen, dort wird einfach gefragt, was kennt ihr für super brutale Filme?
Und dann wird gesagt, ja, sowas wie das Maniac Remake. Hm. Mhm. Da sage ich aber, das Maniac Remake hat ja deutlich mehr unter der Haube, auch das Maniac Original, als nur Gewaltszenen. Genau, die Ästhetik der Gewaltszenen ist auch was anderes, wie wenn Tarantino was ästhetischen Gewalt einsetzt oder wenn irgendwas anderes einfach nur eklig sein soll am Ende. Dann könnte man zum Beispiel, gerade wo du die Kannibalenfilme nennst, es gibt ja viele Sachen in dieser Art. Dann gibt es ja noch die ganzen Mondo-Sachen. Mondo-Kane und so. Das ist ja alles so, das finde ich interessant im italienischen Kino, dass diese Spirale da so weit auf die Spitze getrieben wurde, dass das Kino dran gestorben ist. Genau, es fing an mit, Vittorio De Sica, solche Sachen erstmal, die sowas wie italienisches Kino, Fellini, sowas halt. Der Neorealismus, ab 40er. Genau, dann. Was war es dann mit... Der Western? Genau, Italo, Spaghetti-Western, halt ultra-brutale Western, ästhetische Gewalt noch. Weiter geht's mit Policetto, Giallo. Die sich ja so überlappen, so die späten 70er sind. Nein, nicht ultra-brutale Thriller, die nicht unbedingt Horrorfilme eigentlich sind, obwohl die ziemlich gruselig sind teilweise. Dann hat man halt... Dann fing's an mit den Zombie-Filmen, Kannibalen-Filme, die ein bisschen auf der Welle aus den USA auch mitgeritten sind, mit Zombie oder wie hieß der im Original? Dawn of the Dead, ja. Yeah. Mhm. Sowas halt. Und dann haben sich Italiener gedacht, wollen wir nicht noch ein bisschen behinderter sein? Ungefähr so stellen wir das vor. Und dann haben sie ihren ganzen Karren gegen die Wand gefahren. Mhm. Und das ist das Problem, selbst auf Wikipedia im Grundartikel steht, italienisches Kino ist seitdem nicht mehr relevant. Und das ist es halt auch. Sag mir mal einen italienischen Film aus den 90ern. Irgendwas, so jetzt aus der Pistole geschossen. Die Legende vom Ozeanpianisten mit Tim Roth. Mit Tim Roth. Ja, nein, das war nur ein Beispiel, weil ich das irgendwann letztens gesehen habe. Aber ja, da gibt's nichts. Der Markt hat sich selbst aufgelöst. Spanisches Kino gibt es heute noch ein paar wichtige Sachen hin und wieder. Gerade auch durch Netflix so in den letzten Jahren ein bisschen mehr, weil die ein bisschen übertreiben da teilweise. So, aber Italien ist komplett von der Filmkarte getilgt worden. Natürlich kommt dann immer noch mal wieder was raus. Ja, aber es ist jetzt wie ein polnischer Film, der mal für den Oscar nominiert wird. So was halt. Ab und zu gibt es noch mal gute Sachen, aber nicht sowas die ganze Zeit. Man kann sich vor, De Sica, Bertolucci, Fellini, die hatten ja 20 Regisseure, mehr als Deutschland jemals hatte an guten Regisseuren. Und dann haben sie es an der Wand gefahren. Deodato und Cannibal Holocaust, gut klar, danach ging es so ein bisschen weiter. Irgendwie für mich der Sargnagel auch. Yeah. Deswegen ist es so interessant, die wollten das eigentlich nicht kritisch darstellen, wie das eigentlich so ist. Ja, aber das funktioniert dann einfach nicht, wenn der Film. Du kannst halt nicht sowas zeigen, wie auch bestimmte Dinge. Tiertötungen sind auch dabei in dem Film. Sam Peckinpah, eben schon gesagt, freut sich. Aber solche Sachen, also du kannst da nichts kritisch machen, wenn dein Film genau so übertrieben ist. Das ist es. Du musst, du musst es zu weit übertreiben oder du musst es halt viel subtiler machen. Genau, und dafür ist der Film halt zu simpel. Es ist ein Found-Footage-Film mit. Naja, realistischen Szenen, klar, aber halt am Ende nichts weiteres. Einfach nur, ja gut, die Leute gehen dahin, werden umgebracht. Ja, super. Toll. Du könntest mir jetzt auch keinen Namen davon sagen. Und das ist irgendwie so die Sache. Außer halt Deodato, aber der hat halt nichts anderes Wichtiges gemacht. Und weil das wichtig ist, kann der Holocaust auf jeden Fall schon. Ja, yeah, sicher. Deswegen sollte man über den noch sprechen. Eher über den als über Serbian-Film. Genau, weil er ist ein Film, er ist auch eine Spitze, die auch nie wieder erreicht wurde, einen so kontroversen Film zu machen. So kontrovers, dass der heute noch ganz kontrovers besprochen wird. Ein Zombie hing am Glockenseil. Ich meine, es gibt diese bekannte ZDF-Doku über ein Zombie hing am Glockenseil. Namen dazu blenden wir hier ein. Dort wurden auch so eine Themen behandelt, Gewalt. Und interessanterweise, da werden auch viele Fulci-Filme natürlich gezeigt. Wie immer Fulci. Klar. So, und das ist es aber. Da geht es ja wirklich nur um stumpfe, dumme Gewalt und sonst nichts. Aber wieso ist das so faszinierend für die Leute am Ende? Einfach weil es, ich glaube, genauso wie Action-Kino, das ist ja ganz simple Reizbefriedigung. Oh, Explosion, oh, schnelle Farben. Und oh, ich krieg Angst. So, und das ist für mich ein Gegenstück zu sowas wie einem Drama, wo du ja wirklich lange Zeit brauchst. Bis überhaupt eine richtige Handlung passiert. So. Ich weiß nicht, also italienisches Kino ist gestorben dadurch. Auf jeden Fall. Das ist ja ein schöner Satz, der Cobucci mal gesagt hat, während er Django gedreht hat. Ich will einen der brutalsten Western überhaupt machen. Und
einfach damit er auch beachtet wird. Und das wurde italienisches Kino ja auch. Erst wurde es ja geschätzt für seine große künstlerischen, für seinen großen künstlerischen Anspruch mit den großen Regisseuren. Aber das europäische Kino schlechthin eigentlich. Klar, wenn du heute zurückgehst, es ist schwerer, du hast einen großen Schweden, du hast einen großen Deutschen, vielleicht zwei große Deutsche, du hast einen großen, aber in Italien hast du 10, 15. Genau, war halt heute niemanden mehr. Genau, du kannst mir jetzt keinen Italiener so sagen, der heute noch relevant ist. Nein, das ist halt einfach leider, leider natürlich. Italienisches Kino fantastisch sein konnte, wenn es denn mochte. Was du eben gesagt hast, wo ich drauf eingehen wollte, mit er wollte den brutalsten Film aller Zeiten machen, also den brutalsten Western. Beispiel, wer das letztes Jahr versucht hat mit Der Goldene Handschuh, Fatih Akin, der sagte, wegen Netflix muss man die Leute ins Kino holen mit dem Schlimmsten, was es überhaupt gibt so in der Richtung. Man muss die Leute durch den Schock locken, ja sicher. Genau, aber wenn du es halt durchgängig so machst und einfach nur, das halt, das Niveau ist dann das, der Schock immer. Das flacht dann ab. Klar, natürlich, irgendwann ist das halt auch, ist es halt dann auch langweilig, wie alles andere, wenn du es halt durchgängig nur sowas halt guckst. Und deswegen, ich verstehe auch oft nicht, auch wenn ihr das jetzt guckt, dann sagt ihr seid wirklich große Horrorfilm, Splatterfilm-Fans. Warum? Also ganz ehrlich, ich verliere an Splatter, wenn ich einen Horrorfilm sehe, kann ich danach keinen zweiten gucken. Einfach weil, okay, jetzt werden wir die Teenager gejagt. Deswegen, ich verstehe mal Leute nicht, die Slasher-Filme hintereinander gucken können. Ich kann einen Freddy-Film gucken, ich kann einen Jason-Film gucken, danach habe ich keine Lust mehr. Ja, wunderbar. Weil man hat so einen guten Film wie Scream, den man halt einfach was anderes gucken möchte, weil der einfach so gut war. Und dann halt dadurch die Spannung so hochgetrieben wurde, dass man halt Spaß dran hatte am Ende. Aber ich habe auch persönlich keine Lust mehr, solche Filme zu gucken. Das habe ich irgendwann früher mal eher gemacht. Auch die Sachen wie A Servant-Film und die ganzen Klumpatsch da. Es ist einfach, ich finde es am Ende, es ist einfach langweilig. Midnight Meat Train. Ja. Toll, mit super CGI-Blödsinn. Aber Vinny Jones ist dabei, das ist ein walisischer Fußballspieler. Das ist immer sehr witzig. Aber was ist denn eure Meinung, auch vielleicht die, die halt nicht so gerne Horror gucken? Was meint ihr? Sollte man sich sowas angucken? Muss man sich sowas angucken? Was haltet ihr vom italienischen Kino? Guckt ihr halt überhaupt Filme? Das ist eine Frage, die ihr gerne beantworten könnt in den Kommentaren oder sonstige Sachen. Wir sind nämlich auch auf Twitter, der Filmdialog. Könnt auch mal da ein Hashtag dran setzen. Wie gesagt, mein Name ist Erhard Maschmeyer, das ist Marius Meyer. Das hätten wir am Anfang vielleicht auch mal sagen können. Das haben wir lange nicht mehr gesagt, damit ihr wisst, wer wir sind. Der Filmdialog, ich blende so langsam ab, weil ich gerne noch quatsche und Marius macht einen dummen Kommentar jetzt noch. Bis zum nächsten Mal.